Hallo und herzlich willkommen zu einem Video nach langer Zeit, wie ihr bemerkt habt. Und ich zock eine Runde auf LG. Und ich werde sicher Escape gegen die Sonnenstelle anpassen, weil ich habe da so einen richtig nervigen Bug. Und zwar ist dann hier nichts mehr Kamera und so, nachdem ich in den Cap gegangen bin, als ziemlich von Arsch. Aber komm, Gott drüber, okay. Ja, ich kenne mich auf dem Server eigentlich gar nicht mehr aus. Also gar nicht mehr im Sinne von echt, überhaupt nicht mehr. Und ich werde jetzt mal das Help schauen und mal kurz gucken, wo unser Auto ist. Da war's doch gerade. Ach, da /pf finden. Das ist das untere, dürfte doch gar nicht sehen, weil das ist die ja, Überraschung. Nein, irgendwie nicht. Also es bringt euch ja nichts. Naja. Dann springen wir da mal nicht hoch, sondern auf. Lol. Wo ist das denn? Ich mach es einfach mal. Ach, es funktioniert, okay. Alter. Alter. Nein. Okay, dann. Lol. Okay, hammermäßig geil. Dann scheißen wir auf unsere FAC, dann holen wir uns gleich den neuen Wagen, den ich mir gerade mit ein paar LOG Points gekauft habe. Ab und zwar den Blister Compact. Ist nicht ganz so weit weg. Das könnte auch ein bisschen dauern, aber nicht so lange. So, ich muss einfach mal ein bisschen am Stück auf mal gucken, wahrscheinlich bis meine Mutter ins Bett geht, wenn ich bis dahin Bock habe, weil ich dann einfach leise sein muss. Auch der beste Grund. Ja. Mal gucken, wie weit das jetzt. Es funktioniert schon wieder. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das heißt, wir machen Abstecher hier vorbei, weil wir uns hier ein Fahrrad holen können. Ich glaube, ich lasse ab jetzt immer währenddessen ich spiele die Aufnahme laufen, weil ich dann ohne Probleme aus Escape rein und rausgehen kann. Ziemlich geil. Ja, okay. Ich will euch ja jetzt nicht mehr mit meinem Escape-Problem belästigen. Ich weiß, ich habe mir jetzt eigentlich gar nichts vorbereitet. Das ist echt total überraschend. Ich hatte einfach Bock und so. Ja. So einfach. Wird sich bestimmt eine Person angesprochen fühlen. Hoffe ich. Nicht dann schlecht. Ja. Dann vielleicht gibt es schon hier bei dem Kaufzeug da etwas, dass wir uns etwas, das fahrbar ist und wir benutzen können. So, was mal kurz ansprechen. Wir uns warte ich noch, ja. Oh Gott, was rennt denn da bei uns durch den Gang? Okay. Und zwar habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau. Und so habe ich ja jetzt 49 Abonnenten. Das heißt, ich bin kurz vor 50 und ich habe mir gedacht, 50 Abonnenten zum Beispiel wäre ganz geil. Und ja. Aber ich habe keine Ideen. Also einfach gar nichts. Also überhaupt nichts. Der Wagen offen. So kurz ausprobieren. Oh. Ach, fu. Wie kommt. Achso. Ja. Okay. Notiz für mich selber, das ist kein Armer. Ich komme mit Mauscroll nicht weit. So, das war auch gleich beim Fahrrad. Und ja, wie gesagt, dazu. Ja, weiß nicht, wie lange das dauert. Das könnte jetzt nicht über Wochen ziehen, aber auch schon morgen der Fall sein, dass ich 50 Euro hinten habe. Also, ja. Das Video wird laut Plan morgen online kommen. Ich denke mal, das wird ein schön langer Part, irgendwie eine halbe Stunde, wenn ich das jetzt hinbekomme, aufzunehmen und zu rendern und hochzuladen. Heute wird es nicht mal kommen. Vielleicht heute irgendwann ganz spät in der Nacht. Wenn ich noch Bock habe, das Zeug zu machen. Mal gucken.
Sonst. Also, ja. Das haben die ja toll gemacht. Respekt. Ja. Und hier. Biker Gang oder so ist das vermutlich. Alter, ich. Alter. Ich war so lange nicht auf dem Server, das glaubt ihr mir nicht. Nein! Das gibt's doch nicht. Schade. Okay, hoffen wir einfach, dass wir ein offenes Fahrzeug finden. Oder wir laufen einfach. Natürlich auch eine Option, aber. Komm, wer läuft denn schon mal? Ist da ein Fahrzeug auf dem Haus? Lol. Boah, das. Könnte jetzt etwas ziehen. Ja, ich werde. Oh, ich habe schlechte Laune. Ich werde wahrscheinlich auch noch. Was heißt wahrscheinlich? Zu 985 Milliarden Prozent. Ja, das war übertrieben. Mods einbauen und wir haben dann auch eine schöne Aussicht, oder? Also echt. Ist doch echt lohnenswert. Oh ja, voll die. Schwergrammatik. Okay, ich versuche jetzt gar nicht irgendwas Sinnvolles zu labern. Es geht sowieso nur daneben. Kann man einen Zug fahren? Das wusste ich noch gar nicht. Da, oder dass man ein Ticket dafür braucht. So viel Geld habe ich denn? Ich habe fast 50.000. Man weiß, wie so viel ein Auto kostet, weil ich mein zwei Geld Cheaper 20 so viel. 30.000. Ja, es ist ja eigentlich schon teuer, so ein Auto. Und ich meine, der Blister ist jetzt also auch nicht das allerschlechteste Auto. Also ich finde es eigentlich ganz lohnend, da 20 Cheaper rein zu investieren. Ich dürfte jetzt noch irgendwie 34 oder so haben. Wir können ja mal kurz nachgucken. Stats. Was bin ich denn überhaupt? Beruf, Stadtpflegedienst. Okay, das ist gut. Dann werde ich einfach ein bisschen. Was ein Unterschied. Ein bisschen rumfahren. Strafpunkte 5. Oh, scheiße. Lol. Ich hoffe, der Bug wurde gefixt. Dass, Alter, was ist denn los? Gefixt, dass wenn man einen Schein verliert, dass alle Scheine weg sind. Also das hatte ich mal, ich hatte Auto-Motorradschein. Ja, habe mein Auto verloren, Motorradschein war auch gleich weg. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass mir das beim Waffenschein passiert, weil, ja, das war dann auch etwas teuer. Und Autoschein war teuer, und Motorradschein war teuer, Flugzeug war auch teuer. Also, wäre echt nicht schön. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich etwas vorsichtiger fahren. Aber wir werden dann uns wahrscheinlich sowieso nur hinter zum. Hinter, genau. Nee, hoch zu. Hoch? Ach, keine Ahnung. Nach Norden, hoch, was auch immer. Nach LV begeben, um da ein bisschen Stadtpflegedienst zu machen, damit ich etwas an Geld komme. Ja. Mal gucken, vielleicht miete ich mich irgendwo ein. Oder so. Und verschnaufe erstmal, weil sonst würde es ziemlich lange dauern, bis wir da drüben sind. Und ich glaube, ich gerade mal kurz, bis wir da drüben sind. Und ja, bis gleich. So, bin gleich da und der ist, genau. Das wollte ich jetzt auch im Chat schreiben. Was ich doch gesagt habe. Ich habe es gerade echt geschafft, von der Brücke zu fallen und echt. Also das war echt richtig knapp. Ich bin nämlich so circa, ich kann es euch mal kurz zeigen, vielleicht. Circa so hier rein, also echt so. Ganz knapp. Ich hätte jetzt auch irgendwo zermatscht auf dem Steg liegen können. Wäre nicht so toll, aber naja. Wir müssen unbedingt was machen, um unsere Laune zu bessern. Ich vermute mal, das Auto ist zu langsam. Hat man nicht ein Inventar? Slash I oder so? 7i. Nein, Slash I. Slash Inf. Inventar. Okay. Genussmittel bringt doch einem bestimmt was. Zigaretten. So, dann. Ich rauche mal eine Zigarette und es bringt meiner Laune gar nichts. Was mir gerade einfällt, ist ja, weil ich weiß jetzt auch, also jetzt fällt mir gerade eine, damit man auch davon
auch RNG abhängig werden kann. Also dann sinkt die Laune viel schneller. Und ja, ich glaube, deswegen werde ich das nicht machen. Und mich lieber gut auf die guten alten Arnims verlassen. Und einfach eine Runde warten. Und bis ich jetzt bessere Laune habe, cut ich wieder kurz, weil ganz ehrlich, was bringt es mir jetzt, dass ich euch zuschauen lasse, wie ich hier jetzt auf der Treppe rumhocke. Ja, bis gleich. So, nach kleinen Schwierigkeiten, sag ich mal, im Sinne von, ich konnte nicht aufhören, die Animation zu machen. Ich habe es sehr gut gehabt und dann irgendwie noch zwei oder dreimal Flusslaune. Okay, welches sonst hast du? Wir haben den geilen Blister. Das ist doch unser, oder? PF. Ach, das geht doch ganz einfach. Jetzt war so. Und dann geht es doch noch mit so einem Numpad. Nein, mit irgendeiner anderen Taste. Ich weiß, dass es noch ging. Z. Ah. Auf. Und jetzt Numpad 2, um das innen zuzumachen. Haha. Dann erstmal die Schuhe hinfahren. Ich habe genug Geld auf der Hand. Ich habe genug Geld auf dem Auto. Das ist ein kleines bisschen aufzutun. So, gucken, was wir rausholen können. Also auf jeden Fall locker über 100 km/h. Das ist ganz schön. Ja, fährt sich gut. Ich glaube, die Tunes sieht auch ganz gut aus. Vom schon mal werde ich ein bisschen experimentieren. Bitte Fahrrad verschwind. Schade. Schade. Naja. Ist das nicht so, dass wenn man ganz, ganz lange Schäden hat, ist das so kostenlos? War da was jetzt überhaupt nicht? Server aus. Alter, ernsthaft. Lol. Oh, wir versperren die Straße. Ich bin da mit rein. Ja. Lasse ich jetzt nicht raus. Das können wir mir glauben. Ich habe das ungefähr Gefühl, dass die Taxifahrer mit gleich reinfahren. So, Fraktion werde ich natürlich später auch noch gehen. Ja, aber ich bin wie gesagt auf Level 4. Dickes Genick, sehr hoch, also. Ja. Viele Funktionen aus den Alpha Schengen und also so die Live Alpha geschenkt, was denn auch sonst. So. Beide Bilder nicht verloren. Mal ein bisschen vorsichtig fahren und uns die Verkehrsnews anhören. Es bringt immer noch nichts, wenn ich das Mausrad drehe. Da drüben ausmachen. Ja. Radio aus. Oh, was ist denn hier? Das ist ja ganz gut. Ist hier Baller Space, weil es so grün ist? Ne, sieht nicht so aus. Vielleicht irgendwelche Territorien. Alter, ernsthaft. Ja. Oh. Und ich habe sogar Geld bekommen. Wir gucken mal kurz den Paycheck. Paycheck. So habe ich 3.700 eingenommen und 39 Zinsen. Boah, die Zinsen sind ja sehr realistisch. Heute haben wir 0, häusliche Ausgaben 500. Wo wohne ich denn? Da habe ich 0 Fahrzeugsteuer. 1.400. Oh Gott. Ich wollte ja aber mal kurz ein anderes Fahrzeug verkaufen. Dann kann ich mal so SPF machen. Verkaufen. Die FRC 900. Ja. 2.000 plus. Nicht schlecht. Warum bekomme ich das nicht? Ach, wahrscheinlich erst der Payday. Ja. Kommen wir mal auf die Autobahn. Und okay, so schön fährt sich der Wagen. Ach ja, ich wollte mich mal tun.
Fahrrad auf der Autobahn testen will. Ich sehe so schon eine Fahrt durch. Ich war schon von hier und so. Hier. Mal gucken. Colors. Das hier mit einem schönen Schwarz. Schwarz-Weiß sieht er auch. Hat er was, ne? Aber wie sieht es denn hier mit Grün aus? Das hatte ich meine Standardfarbe bei dem Race Scoop. Wenn wir einmal voll auftun. Auspuff. Nehme ich die doppelten Nitro 10-mal. Oh, das war teuer. Ruf. Ich auch. Spoiler natürlich. Oh Gott. Wilden. Zurück. Ah. Jack. Fury. Alpha. Jack war. Der hier. Den finde ich am schönsten. Sideskirt ist jetzt nicht so was krasses. Virtual, was ist das denn? Twist. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Castero kaufen wir nicht und Hydraulics kosten 1500. Wisst ihr was? Weil ich es kann. So. Was hier aussah, noch meist Schatten, weil wir aussehen, ist auch schön. Rumpelfutter. Über den Nachbett, oder? Okay. Es sind LOG vielleicht ein bisschen blöd. Ja, ziemlich geil. So, wenn wir Ärger mit dem Polizist bekommen würden. Fahren wir so. Das hätten wir hier nicht. Ich auch schon Baustellen, finde ich eigentlich ziemlich geil. Und hier haben wir den Biker Gang und hier haben wir einen Vollpfosten. Der Motorrad hat immer noch nicht gut. Das hätten wir mal schön ausgesetzt, was ich Motorrad habe. Und ich sage, ich werde nie wieder die Auffahrt benutzen. Das habe ich nicht im Führerschein mal dazu gekostet. Ich werde mich jetzt auch mal davor hüten, um die Tür zu benutzen, weil ich nicht weiß, ob das erlaubt ist. So. Könnte bestimmt was im Weg reinlaufen oder so. Ernsthaft? Okay. Alles gut. So, gehen wir schnell reparieren. Oh Gott, nein. Mann, musste das jetzt sein? Ja, komm, mach. Achso. Reparieren. Oh Gott. Ich will gar nicht auf den Preis gucken. Nein, bitte nicht. Also eine Energie, die hier vor der Raststätte steht, dadurch kommst du schwer in Unfall. Aber wenn ein Schwarzfahrer unterwegs ist, der alle rammt, die ihm entgegenkommen, das ist okay. Vielleicht sollten sie ja mal die netten News-Reporter lieber mal jemanden zum Feind machen. Hier ist Blitzer. Ich kann nicht vergessen, dass ich mir dann schade. Ja, auf jeden Fall nicht gut. Wenn wir jetzt erstmal in die Stadthalle vorgehen. So. Doch, das Auto geht eigentlich. Ich glaube, wir versuchen mit der Kurve es nicht so nach die eine Seite zu legen, ob ich besser rumkomme. Ne, falsche Seite. Okay, neuer Versuch. Das Weg ist verwirrend. Ernsthaft? Was geht hier mit dem ab? Achso. Afk. Und
hat was, wenn man sich so in die Kurve legt, aber das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das ist so anders. Ich würde immer in die Richtung, wo man hochspringt. Ja, okay, so gibt's ihn. Alter, dieser scheiß Schwarzfahrer. Okay, Hauptsache machen wir jetzt mal den halben Server zum Feind, weil ich jeden beleidige. So, auch immer gut aufpassen, dass ich jetzt mein Auto auch ordnungsgemäß abstelle. Weil man denkt, dass es jetzt schon abgeschleppt wird. Also irgendwie schnell oder so. Das lasse ich wieder später abschleppen. Hahaha. Das. Okay, dann suchen wir hier einen Parkplatz. Ach ja, hier ist das. Okay, dann hier rechts am Parkplatz. Genau. Dann parke ich hier mal. Dann bin ich einer der wenigen, der. Oh, ich hab Licht vergessen. So, Licht aus. Motor aus. Fahrzeug auf. Ich hatte jetzt echt Angst, dass es da hängen bleibt. Nein, bleib nicht hängen. Ich geh wieder runter. Genau. Und Fahrzeug zu. Okay, ich bin hier voll der Tasten-Pro. Das merkt man gleich. Und da ist ein Zug. Vielleicht können wir ja voll den geilen Stunt machen und auf den Zug drauf springen. Und klappt es? Oh, der ist da unten. Ach, fu. Und unser Leben. Das sieht ja mal schade aus. Ernsthaft? Nein. Jetzt ist hier im Parkhaus. Nein. Und ich bin bis der Warlevel fahren. Jetzt muss ich so weit laufen. Okay, so schlimm ist es doch wieder nicht. Dupti-dupti-du. Ich hatte ganz vergessen, dass es Spaß machen kann, aufzunehmen. Dupti-dupti-du. So. NPC verbuggt oder so. So, lass den hier mal kurz trinken. Und dann lass mich ran. Das Essen nicht. Nee, das Trinken. Es ist zwar Essen ausgestellt, aber man trinkt was. So, und ich weiß nicht mal, woher ich die Rüstung habe. Wir können uns hier mal angucken. Was ist denn hier so? Ja, sehr interessant. Okay. Einfach schnell weg hier. Ja. Oh, was ein Scheißglück. Oh ja. Shop gestartet, Motor gestartet, Licht gestartet. Passt. So. Unser Shop ist es, rumzufahren. Jupp, das war's. Einfach rumfahren. Eigentlich schade, dass hier nirgends oder Fahrzeugname steht, weil für das Fahrzeug werden wir auf jeden Fall ein Mod holen, weil wir viel mehr damit zu tun haben werden. Und ja, eigentlich bringt das schon ganz viel, wenn man viel damit rumfährt, also ist echt lohnenswert, meiner Meinung nach. Und ja, kann ich denn hinfahren? Gibt's irgendwas, was ich jetzt hier zeigen könnte? Wir können einfach mal spaßeshalber bei der FBI-Base vorbeigucken. Weil ich glaube, das ist die einzige Base, wo ich auswendig weiß, wo sie ist. Okay, außer für die, aber das weiß wirklich jeder. Hoffe ich. Autobahn, yeah! Okay. Dupti-dupti-du. Das Auto ist zum Glück gar nicht langsam. Manchmal kann man sich echt denken, irgendwas ist ja schief gelaufen mit den KMH-Anzeigen, weil ich glaube, der fährt 20 bis 30. Höchstens. Naja.
Denn es scheint auch eine Base zu sein. Ich weiß aber auch gar nicht welche. Ich habe nur die farbigen Hubschrauber gesehen. Ich glaube, war gelb, oder? Ich glaube, das war gelb. Oder orange, irgend sowas in diesem Farbton. So, die Brücke hier muss auch unbedingt geputzt werden. So, was geht hier rechts ab? Hier ist ja mal richtig viel Fahrzeugzeug. Genau, Fahrzeugzeug. Gucken wir mal hin. Ich meine, hier muss ja auch mal geputzt werden. Ah, hier ist also die Fahrzeuglager von. Ja, genau, die Fahrzeuglager von der SAAP. Der SAAP, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich weiß jetzt nicht, ob man auf einem deutschen Server die Name Deutsch oder Englisch ausspricht. Ja. Aber woher denn auch? Die haben mich ja eiskalt abgelehnt, wo ich da rein wollte. Ja. Oh, wir sind schon eine FBI-Base. Okay, gucken wir uns das mal an. Schöne schwarze Helis. Und dort dieser Kleiner. Ich glaube, da ist sogar eine Minigun dran, oder? Das macht mir nicht Sinn. Das werden wahrscheinlich Überwachungsfahrzeuge darstellen. Und sogar eine eigene Tankstelle dabei ist. Das ist ja ein Luxus. Oft hat das für den Putsch schon jemand. Was macht der? Alter, was geht da drin ab? Ist das ein Putzkolon? Eine Putzkolonne? Kam mir gerade so vor. Okay. Kann man irgendwie. Ich weiß nicht, ob es. Ich glaube, da gibt es Strafe drauf, wenn man reingeht. Ob ich das mal einfach so rein darf. So. Da hat einer vergessen, das Licht auszuschalten. Leiden auch. Da werde ich mich morgen früh freuen, wenn die Batterie leer ist. Und dann noch die schnelle Autos. Für schnelle Gegner. Oder halt eben Verbrecher. Gut. Extremes Jobcar. Abuse. So, dann können wir auch mal kurz hier an der. Warum extremes Job gab es? Das verwirrt mich gerade. Naja. Dann gucken wir mal hier an der Fahrschule vorbei. Schön, können wir ja mal machen. So, und hier lang. Das muss ja auch mal geputzt werden. Und Slalom. Ja. Es muss ja eigentlich nur da geputzt werden, wo die Autos fahren. Also ist das ja richtig so. Dass auch alles geputzt wird. Und Hauptsache bei mir irgendjemand steht zu. So, und gleich nochmal. Aber weil es total unnötig ist. Und aber noch 1000% Schaden. Also 0 Schaden. Ja. Ganz geil, ne? Sie einparken, das ist auch wirklich schwer mit dem Auto. So, ich meine, irgendjemand muss ja die Parklücken sauber machen. Und hier was dann abbremst, das weiß ich auch noch. Da habe ich mich so viel Ärger mit dem Führerschein, das glaubt ihr mir nicht. Ich habe da richtig viel Geld für rausgeholt. Also richtig viel. So. Dann werden wir da durch. Mach mal kurz abkürzen. Kurz überlegen, vielleicht fällt mir ja noch eine Base ein, die wir uns angucken könnten. Ich glaube, ich weiß, wo alle ist, aber ich weiß nicht, von welcher Fraktion hier ist. Ich glaube, eine 50 FPS, was soll das denn? Wahrscheinlich muss irgendwas geladen werden. Vermute ich jetzt einfach mal. Das kann ich mir jetzt ganz ehrlich nicht erklären. So. Und für alle, die es immer noch gecheckt haben, ich mache Aufnahmesessions, also ich nehme ja längere Zeit auf oder ein bisschen auf und das schneide ich dann in einzelne Stücke. Und dann geht schon wieder eine Tür bei uns auf. Also das ist echt ein. Okay, Verkehr würde sich jetzt falsch anhören. Ja. Betrieb. Ein Betrieb.
Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das Abi war ohne ohne on duty oder ob das einfach geklaut wurde. Keine Ahnung. Also wenn es nicht on duty war, dann ganz ehrlich, eine Kacke. Und wenn einfach geklaut wird, dann ja, was erwartet man? Das Teil da rechts kenne ich auch noch nicht. Gerade was es sein soll, Fernsehturm oder so. Dieser Blitzer, vor dem wir keine Angst haben müssen. Ich weiß, bin mir nicht mehr sicher, ob wir die Mindestgeschwindigkeit für einen Blitz überhaupt. Ist klar. Ob wir die Mindestgeschwindigkeit für einen Blitz überhaupt erreichen können. Yay, uns überholt ein Taxi. Oh, hier rechts war ich auch noch nie. Dann gehe ich da mal kurz hin. Mal angucken. Tankstelle. So, ja. Man kann einfach ein bisschen rumfahren und immer ein bisschen Geld. Oh, hier ist einer gestorben. Und bekommt einfach immer ein bisschen Geld. Auf jeden Fall, ja, für mich.